in der Liste fehlen. Verfehlen und das daneben. Und dies nicht und jenes nicht. Schon. Hamhock, Level 28. Ja, wird schon schwieriger, den zu tanken. Na, verdammt. Aber ich meine, die hauen ihn auch schon runter hier. Alles kein Problem. So, Anführer haben wir eigentlich schon. Wo noch die eingekerkerten. Drei Stück. Auf jeden Fall kriegt man hier schon ein bisschen mit mehr an Silber zusammen. Als Anführer. Ätzend. Da ist auch eingekackerte dabei. Ja. Wieder verfehlt. So, Schlachtruf können wir wieder machen. Da mal öfters dann denken würde an den Schlachtruf. Der Befehlsruf hier mit der Ausdauer, die man da gekriegt hatte, die war später, ne? Da glaube ich auch erst mit BC. Oh. Also das war ich definitiv schon mal nicht. Mann. Das war jetzt okay, Damage. Schnell mal rauslaufen. Ah, vielleicht schaffe ich es noch. Von irgendwas kriege ich die ganze Zeit Heilung. Achso, von dem Dudo. Zack, geschafft. Hm, hier kann ich keine von den Quests abgeben. Dann gehen wir wieder rein. Ah, ja, das war natürlich doof gelaufen jetzt. Aber die Reparaturkosten haben wir nicht mehr sparen und rausgekommen, weil der Dudu so etwa mich geheilt hat. Aber ja, gucken, wo die Quests hier abgeben muss, ne? Auf Dunkelhain, okay. Aufs Jahr. Aufs, okay, das bin ich ja noch dabei. Verwitterung. Ich will Rache, bringt ihr. Toll, wo stehen die denn jetzt? Ah, Gefangene. Ja, toll.
Sieheim, da wollte ich sowieso noch hin. Ja, Dunkelhain. Und einen Stormwind, wo ich keine Ahnung habe, wo der ist. Nikova Raskol. Dann müssen wir da mal Google befragen. Ein bisschen laufen. Hier. Da von dem Friedhof kommen die. So. Bisschen Tempo. Wäre jetzt ganz cool. Haben wir schon nach 1. Respawn. Bin ich ein bisschen schnell. Außer Reichweite. Ach komm schon. Verdammt. Da ist schon so viel Respawn hier sein, ey. Ja. So, ein eingeketteter fehlt nur noch und der Kopf vom Boss. Und dann haben wir hier die ganzen Quests gemacht. Ja, ich hab ja keinen Schaden hingekriegt hier. So, ich lese gerade hier so nebenbei meine Kommentare auf YouTube. Da hat, glaube ich, einer, mit dem ich letztens in Todesminen war, geschrieben. Ich frage mich, wann kommt das Video zu den Todesminen? Ich habe hier extrem weit vorproduziert. Also, zu dem Zeitpunkt, wo er das gefragt hat, da bin ich, glaube ich, noch gar nicht in Westfall. Also, jetzt hier bei den Manage Plays. Wenn man sich angucken kann. So. Haben wir wieder die Quest. Sehr schön. Ich glaube, man kriegt die aber auch die Ads an der Seite so raus, ohne den Boss polen zum. Also mit. Zu ziehen. Noch nicht mehr. So. Was die anderen jetzt klein machen? Da ist ein Boss. Okay, anscheinend ist das ein Boss. Ist mir ja auch egal. Kopf haben wir. War gar kein Loot drin. Verwundert mich jetzt so ein bisschen. Diese Fähigkeit ist noch.
Noch nicht bereit. Ich muss näher ran. Nicht bereit. Los, geht drauf. Da haben wir es, ne? Ja, kein Loot ist schon... Upsala. Das gibt hier. Komm, wir haben immer noch mehr hier. Haben wir auf jeden Fall den Aufstand wieder geschlagen. So, schon Level abgemacht. So, gehen wir mal eben schnell die zwei Quests ab und dann ist hier Schicht im Schacht. Ehre dem König, Freund. Aufstand im Verlies. Entweder bringt ihr mir das Trägerskopf oder ich nehme mir den euren, kapiert. Der ist echt nett. Jetzt, wo ich sie nicht mehr anführen kann, ist der Aufstand hoffentlich eher unter Kontrolle zu bringen. Wir werden sehen. Ich muss gestehen, dass ich nach einer halben Stunde kaum mehr erwartete, dass ihr wieder herauskommen würdet. Aber ich habe euch wohl falsch eingeschätzt. Ich nehme daher mal an, dass ihr nicht viel nützliche Informationen aus ihm herausbekommen habt. Aber ich weiß bereits, dass eine oder andere Übertretungsaktivitäten das euch von interessieren könnte. In den ersten Jahren von Trails Gefangenschaft bekam er niemals Besuch. Ich ging davon aus, dass er für die Bruderschaft keinen Nutzen mehr hatte und sie ihn daher fallen ließ. Aber vor einigen Monaten hat sich das alles geändert. Er bekam regelmäßig Besuch, einmal, manchmal sogar zweimal pro Woche. Es war ein seltsamer Mann, so ein ruhiger Typ. Ich hatte da so einen Verdacht, aber alle seine Papiere waren in Ordnung. Laut seinen Dokumenten war sein Name Melik. Hier habt ihr seine Beschreibung. Ich glaube nicht, dass er noch einmal kommen wird, um Trail zu besuchen. Er ist ja auch tot. Das Licht segne euch. Grüße. So, eure Bemühungen zum Verlies waren tapfer, Fredoplay. Es ist offensichtlich, dass dieses Problem etwas über unsere beiden Fähigkeiten liegt. Aber ich habe eure Sache gut ihr habt eure Sache gut gemacht und dafür bin ich euch dankbar. Ja. Für die Allianz. Bitte. So, haben wir doch schon schön noch EP bekommen, aber leider kein Dingens. Ja. Können wir erstmal Feierabend für heute. Ciao, ciao. Da sind wir wieder. Ja. Dann gucken wir mal. Das eine ist ja hier Farbe für Blut. Da müssen wir mal gucken, wo wir die Quest abgeben müssen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich kann eigentlich mal eben kurz hier da. So, Internet ist auf der anderen Seite. Farbe. Nee. BOW. Die Farbe. Gut. So. So die Frage. Okay. Da, wo ich ungefähr gedacht hätte. Es war in der Altstadt, also ein bisschen naheliegend, dass es in der Altstadt halt ist, wie bei den SI7 und so. Aber lieber mal nachgucken, bevor wir jetzt hier Ewigkeiten rumlaufen. So, wollte keiner haben. Schade. Dann halt nicht.
Dann tun wir das in das Bankschließfach. Müssen wir auch verkaufen. Braucht ihr Hilfe? Tja. Schon ziemlich voll, mein Bankschließfach. Was ist jetzt hier? So. Seid vorsichtig. Moment, da war ja noch was gerade. Ah ne, das war nur die Tasche in der Bankschließfach, die aufgemacht wurde. Offenbar. Nur ein Tank für Kathedrale. Brauche noch 2 Level, um die M zu tanken. Ja, schön für dich. Level 18. Ich kann die DM tanken, aber ich habe da jetzt genug von. Achso, das war der Questgegenstand. Das kann weg, das kann weg. Das ist die alte. Kann alles weg, 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 weg. So. Schönen Tag auch. Ja. Ja. Da brauchen wir noch ein bisschen. Und danke für den Ausdauerbuff. Zack. 20 Ausdauer mehr. Macht schon echt einen krassen Unterschied. So, schauen wir eben, dass wir die Quest da hinten abgeben. Das steht hier irgendwo sein. Da. Da hinten. Die Farbe vom Blut. Hier Gold für so eine Axt. Ja, schöne Axt, aber lohnt sich nicht. Man sieht sich. So. Da haben wir doch schon fast wieder ein halbes Level. Haben wir eigentlich noch einen Skillpunkt? Nein, habe ich nicht. Da war ich mir jetzt gerade schon nicht so sicher, ob ich hier noch einen Skillpunkt über habe. Damals eine der ersten Gilden auf Portmore. Sucht engagierte Spieler, die Lust haben, gemeinsam am alten Zeiten anzuknüpfen. Clear alle Raids. Gildenkonstrukt steht. Fehlt nur noch ihr. Ja, sind echt viele, die halt dann wieder gekommen sind, genauso wie ich. Achso, ich kann auch eigentlich. Brauche ich auch gar nicht jetzt hier laufen. Weil das eine ist im Zielheim, das andere ist im. Bringt auf diese Beschreibung zu Stormwind zu Baron Alstorz. Also, war denn der? Bei dem Boden hat sich das geändert. Der Typ, Lut, Name, Beschreibung. Dann müssen wir noch zu der Abtei. Aber wo ist denn das jetzt? Versiegelte Beschreibung von Trägt Besucher nach Stormwind zu Baron Alex Thorn. Jemals Besuch für Bruderschaft. Vor einigen Monaten hat sich das geändert, regelmäßige Wochen. War, ja. Laut seinem Dokument habe. Wo ist denn jetzt der Typ, ey? Naja, gut. Der war ja schon einmal dabei. Hüps. Der. Seltsame. Ja. Okay. Der ist vorne. Nee, falsch. Das ist, glaube ich, egal, ob wir so rum oder andersrum gegangen wären. Da hinten können wir noch die Quest abgeben. Boah, halt, habe ich 10 Gold hier. Stinkreich. Bin nur noch 90. Aber das geht jetzt dann doch schon. Auch ein bisschen fixer, ne? Also schon doch ein bisschen mehr Gold jetzt bekommen. So, hier rüber. Und dann da hinten rein. Habt ihr echt so ein bisschen was vom Schurken, ne? Mit 2 Schwertern. Die meisten Krieger hier, die haben immer eine Zweihandwaffe. Aber ich bin lieber Fury.
Immer schön schnell draufhauen. So, das ist da hinten. Ist das jetzt hier oder da? Ich denke mal hier. Ja, bei dem waren wir ja auch schon mal. Wie geht's? Hallo Philipp, was habt ihr gefunden? Malekai? Nein, der Name sagt mir nichts und auch nicht diese Beschreibung, aber es könnte ein jeder sein, der früher Steinmetz, einer von der Bruderschaft der Defias. Wenn er allerdings tatsächlich so viele Verbindungen hat, wie Tellwater andeutet, dann erkennt ihr ihn vielleicht jemanden anderes. Lasst mich nachdenken. Ihr habt wirklich keine Ahnung, Philippes, aber es gibt da jemanden anderen, der euch vielleicht helfen kann. Wie es der Zufall will, schuldet dieser jemand mir eingefallen, weil, egal, das brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen. Ihr könnt Meister Matthias Schorn von der Kaserne als Stadt finden. Ja. Da wissen wir, wo der ist. Den haben wir ja schon gequatscht. Mit dem haben wir schon gequatscht. Uldaman. Ja, dafür bin ich wirklich noch zu low, ne? War auch eigentlich eine coole Ini, Uldaman. Auch von der WoW-Lore sehr interessant eigentlich. Und man musste da als Verzauberer rein, um da zum Lehrer zu kommen, weil das ist nämlich der Verzaubererlehrer. So, jetzt bin ich im Zwergendistrikt. Na, hätte ich auch anders laufen können. Ah, egal. Laufen, laufen, laufen. Ein Level 1 Mensch Paladin. Warum er nicht dann zumindest die ersten Quests macht, um zumindest Level 5 zu sein? Naja, wird er schon wissen, warum, was er macht und warum. So. Da auch ein Fury-Krieger. Zumindest sah das so aus, als hätte der zwei Schwerter an der Seite. Ah, sieht schon echt cool aus, wenn man hier so durchläuft. Und nicht einfach so drüber wegfliegt. So sieht, also hat man echt viel mehr von der Spielwelt. Das macht schon einen ganz anderen Eindruck. Als einfach nur wieder drüber wegzufliegen. Ja, jetzt hänge ich hier fest. Wollen wir nicht. Ne, der ist oben. Da hinten, da steht der. Was kann ich für euch tun? Schon in der Vergangenheit. Seid gegrüßt, wie kann ich euch zu Diensten sein, Krieger? Was? Was ist das? Ja, ich glaube, ich weiß, wer dieser Mann ist. Aber sein Name ist nicht Malekai, Auftragsmörder. Tragen viele Namen, viele Masken, lassen sie hinter sich. Sobald sie ihren Nutzen verloren haben. Ein anderer Name, den dieser Mann benutzt, ist Marzon, obwohl auch das sicherlich nicht sein wirklicher Name ist. Nichtsdestotrotz ist er ein Auftragsmörder und ich weiß eine ganze Menge über ihn. Marzon arbeitet derzeit für Lord Gregor Lescor, ein Lord mit zweifelhaftem Ruf, selbst angemessen an korrupten Adel von Stormwind. Marzon wurde ein Mitglied der Defias kontaktieren und er hat Verbindungen zu Lescova. Da Van Cleef und Tweeted tot sind, wäre es schwierig, einen Richtspruch gegen Lescova zu erwirken. Denn eure Beweise sind wertlos, ohne deren Zeugnis. Und dabei wird noch nicht einmal die Tatsache berücksichtigt, dass Lescova ja ein Adeliger ist und viele Beziehungen hat. Das stellt ihn gewissermaßen über das Gesetz. Wir werden weitere Hilfe benötigen. Ich tue das nur äußerst ungern, aber ich kenne jemanden, der uns helfen wird. Ihr findet Tiers im Handelsdistrikt der Stadt. Das Licht segne euch. Und wieder Botengänge, Botengänge. Naja. So ist es. Ah, da, hier ist für Erste Hilfe. Lehrt euch Experte für Erste Hilfe mit maximalen Fähigkeiten.
Tja, das müssen wir uns noch besorgen. Der wird darüber gelaufen, hat er sich gekauft und verdickt das jetzt hier. Hä? Rufbold? Aufbolde. Ja, da bekommt man für diese Botengängen-Quests nur so wenig EP. Würde sich mehr lohnen, wenn man da mal richtig viel EP für bekommen würde. Aber ich meine, das ist ja eine komplette Questreihe hier mit den D4s. Und der ist schon interessant. Einfach so eine Story-Questline hier zu haben. Und es führt ja auch hier zu Instanzen-Quests. So, ist der hier oben? Da ist er. Hallo. Macht ihr Witze? Sean bietet mich erneut um Hilfe. Der hat Nerven. Die Bruderschaft der D4 sagt ja, tja, ihr seid wirklich ein Überbringer wunderbarer Neuigkeiten. Was? Als nächstes werdet ihr mir erzählen, dass deswegen noch am Leben sei und die Stadt angreift. Na, da bist du ein paar Eltern zu früh. Na gut, erzählt mir alles von Anfang an und lasst nichts aus. Was euch vielleicht nicht wichtig erscheint, ihr müsst alles wissen. Ich muss alles wissen. Eine interessante Geschichte und eine, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ja, ich kann euch helfen, aber wenn ihr das wirklich bis zum Ende durchziehen wollt, dann müsst ihr andere Seiten mit A aufziehen. Nicht ganz legal sind. Leskova und Marston müssen erledigt werden und zwar schnell. Glaubt ihr, ihr seid zu sowas fähig? Die Entscheidung liegt bei euch. Falls ja, dann geht so schnell wie möglich ins Schloss und redet dort mit einem Freund von mir, einem Gnomen namens Tyrion. Er beobachtet Leskova jetzt schon seit ein paar Wochen. Ihr solltet euch dabei helfen können, Sachen. Seid vorsichtig. Meine Güte. Zack, und schon wieder laufen. Der ist hier nur von A nach B gescheucht, ohne effektiv was groß zu machen. Das ist schon recht nervig. Jetzt wieder hier zurück über die Brücke. Aber ich finde es schon noch interessant, dass es noch keine so wirkliche Bedrohung durch die Horde oder so gibt. Wobei das ja eigentlich in Classic oder Vanilla nur so nebenbei so ein bisschen Geplänkel in den Battlegrounds und so ist, aber noch nicht so richtig sehr wie Battle for of Azeroth jetzt hier. Aber so ein bisschen bekriegen die sich ja schon noch. So, jetzt ist nur die Frage, wo ist der Gnome? Ja, ich vermute, dass der hinten in der Abtei ist. Nö, hier ist nix. Dann hoffen wir mal, dass der hier irgendwo ist. Aber hier sehe ich ihn auch nirgendwo. Hä? Der meinte doch. Hindringen ins Schloss. Brecht im Schloss Stormwind mit Tyrion. Wer ist kein Gnome? König Liam aus dem Hause Vrym. Tja. Lehnsherr von Stormwind, Verteidiger von Azeroth. Marafordragon. Haben wir hier Portmore, der Großadmiral Portmore. Antonidas wahrscheinlich. Leria. Wo ist denn jetzt dieser Gnome?
schon irgendwie blöd. Dass der mir das hier nicht anzeigt. Gut, ich bin in Burg Stormwind und nicht im Schloss Stormwind. Aber das sollte wohl nicht das Problem sein. Da haben wir wieder den kleinen Prinzen. Hallo ihr da. Habt ihr Neues von meinem Vater gehört? Ja, könnte einiges über den Vater jetzt erzählen, was da noch passiert. Aber ich will dich ja nicht spoilern. Puh. Ist denn der doofe Gnom? Kampfmeister der Warsong-Schlucht. Ich bin geehrt. Herzlich gegrüßt, Rippels. Wollt ihr, dass ich euch den Weg zur Warsong-Schlucht helfe? Ja, wäre eigentlich ganz cool. Können wir mal machen, aber... Seid vorsichtig. Kommen wir gar nicht rein. Großadmiral sowieso. Hä. Hier ist kein Gnom. Braucht ihr Hilfe? Ratibecken. Läuft auch noch nicht. Also jetzt komme ich mir echt veräppelt vor, ne? Google. WoW. Eindringen ins Schloss. Toll. Das zeigt die Seite jetzt hier gerade nicht an. Mann, ich brauche mal eine Karte. Ticket geschrieben, 10 Minuten, bla bla bla. Muss erst die Quest haben mit den Äpfeln. Gedacht, ich hole sie mir schon vorher, nicht, dass man hin und laufen muss. Falsch gedacht. So blöde Quest. Erst findet man ihn wegen fehlender Fragezeichen nicht und dann steht man ewig rum und wartet. Wieder mal Quest. Das ist aber von damals, also von 2009. Hab's geschrieben, hab gerade ein Fenster aufgelassen und wartet, nichts geschieht. Die Entscheidung liegt fast voll. Ja, wo ist denn? Also von wegen mit Abfüllen. Meinen die ja vielleicht. Ist der doch da? Aber von wegen mit den Erscheinen. Oder erklären, warum da die zwei da so rumstanden. Aber ich hab gedacht, die stehen einfach so da rum. Ah, das ist ja genug. Kann ich euch helfen? Ihr müsst Geduld haben, ihr habt Free Place Angebot ist da drin. Arbeitet an heikler Sache. Ich bin so bei euch. Es tut mir leid. Richtig. Seid gegrüßt. Wartet, hier so schön, ich bin da. Ach so, Der Tag leuchtet schon. Jetzt konnte ich die Quest, glaube ich, nicht abgeben. Hätte mal vorher angenommen. Er sagt, oh, das dauert immer ein bisschen, bis das hier vorbei ist. Dann kommt da gleich ein Fragezeichen.
Stand hier auf. 10 Minuten. Entlasse. Kannst du ja lange suchen. Was werden wir sehen? Ihr müsst Geduld mit mir haben, Fellow Players. Meine Spionageangebot ist da drin. Und Spionangebot ist da drin. Arbeitet an einer heiklen Sache. Ich bin sofort bei euch. Oh, und tut mir einen Gefallen. Lasst euch nicht von Lescor sehen. Wir wollen ihn in einen Hinterhalt locken. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Zwei Gold für ein weißes Kätzchen. Volltasche 8 Platzbehälter. Weiß nur nicht, welche Matz der dafür braucht. Wahrscheinlich Wollstoff, aber wie viel? Ehre dem König. Es ist Zeit, meine Mission, lasst mich allein. Ja, Sir. Ja, passiert hier nix. Sollte meinen... Alter. Da ist Martin, die stille Klinge. Was gibt es Neuigkeiten aus Westfall? Van Cleef lässt mitteilen, dass die Pläne unterwegs seien. Doch er hat Gerüchte vernommen, dass irgendjemand herumschnüffelt. Das könnte dieser Schnüffler Shaw sein. Ich werde mal sehen, was ich herausfinden kann. Und nun fort mit euch, werde euch bald wieder aufsuchen. Wow. Ja, die sind schon vom Level ein bisschen hoch hier, die zwei. So. Ich hoffe, dass der Hexer mir dann auch noch eben hilft. So. Bewältigen. Ah, pariert er. Meine Quest kann ich auch immer noch nicht abgeben. Ja. Steht hier Ewigkeiten. Die waren stehen auch wieder da. Willkommen. Aber abgeben kann ich die Quest immer noch nicht. Ja, toll, danke. Ich dachte, du würdest mir jetzt auch noch eben helfen. Joa. Brauchst du den auch? Hinfort! Aus welcher Arbeit? Spionageangebot. So wieder zusammengefunden. Welch Freude, euch zu sehen! Richtig! So. Das habe ich nur jetzt gar nicht gelesen. Nicht um mich hier. Bringt 3 Stücke Seidenstoff und frische Äpfel von Clara Stormwind. Wo kriege ich denn die Äpfel her? Er will also ein bisschen beschleunigen, wie gut. Können wir zwar machen, aber
noch nicht bereit. Und damit ein klar, mein, eins mal klar ist. Ich habe einen anstrengenden Job. Ihr müsst... Also natürlich blöd. Interessant. Vor Stormwind. Tja, dann muss ich die wohl mal eben noch schnell holen. Seidenstoff 3 haben wir in der Bank. Ich lasse Ewigkeiten hier rum. Das ist blöd. Aber er hat ja eben auch hier im Netz was gelesen, von wegen mit der grüne Turm ist, glaube ich, ein Schild, ne? Ja, Schild. Droppt, glaube ich, über diesen einversunkenen Tempel da. Habe ich aber auch nie droppen sehen. Da habe ich mit Epix nie so wirklich Glück gehabt in der Levelphase. So, so, so. Wäre sehr schön, wenn ich zumindest einen Reitmount hätte. Am besten einen Epic-Reitmount. Ist man mal geringfügig schneller unterwegs. Robe der Leere will einer haben. Wie groß ist denn im Level? 55. Oh, was ist denn hier los? Ist das hier von der Onyxia Pre? Ich glaube schon, ne? Windsor, ja. Das ist die Onyxia Prequest. Moment, wrap mal ab. Welches Level ist der? 60, ja. Das kommt gut hin. Verkaufe viermal dagegen 12 Platz. Hä? Was ist das denn hier für ein Grafikbug, ey? Das ist hier hinten bei der da, die Äpfel. Klaras Äpfel. Kann sein, dass es in einem von den Hütten hier ist. Da. Die liegen hier einfach so, muss ich nicht mal kaufen. So. Zwei frische Äpfel. Haben wir. So. Das ist schon echt kacke hier, ne? Solche Grafikfehler. Die Onyxia Prequest ist eigentlich auch echt eine ziemlich coole Questreihe. Ich weiß gar nicht, startet die in der Blackrock-Tiefen? So darf nichts geschehen. Er soll unberührt passieren. Da ist ein riesengroßer, fetter Drache in der Burg Stormwind. Also schon krass, ne? Dass hier schon hier die Prequests für Uni soweit schon sind. Finde ich schon nicht schlecht. Also, ich bin jetzt gerade bei Level 23, 23. Und ich finde, ich spiele nicht gerade wenig momentan. Aber es gibt halt immer welche, die dann so richtig hardcore unterwegs sind. Aber okay. Ich habe dadurch ja auch keinen Nachteil. Ich fange dann halt eh später an. Abgesehen davon, dass ich ja nicht so progressraten werden kann. Von daher mache ich mir da auch gar keinen Stress, um da irgendwie mit irgendwie mitzuhalten. Eins,
1, 2, 3. Ziehe den so. Haben wir alles. So eine halbe Stunde jetzt hier dran an der Questreihe. Schon ein ganz schöner Zeitfresser. Ganze hin und her gelaufe. Immer noch nicht in Rotkammgebirge. Und ich will noch die Verliesquests abgeben. Im Dunkelwald. Im Dunkelwald können wir bald auch schon eigentlich leveln. Das gibt auf jeden Fall auch niedriger stufige Quests. Das dürfte also kein Problem sein. Aber wenn wir das Rotkammgebirge fertig haben, sollten wir Level 25 definitiv sein. Und dann können wir in Dunkelwald viel besser reingehen. Also Level 30 wäre Dunkelwald schon eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, das schaffe ich gar nicht mal. Vielleicht muss ich dann noch nach Modern und so. Ich will ja sowieso noch ins Hinterland. Also Arati ist das eigentlich, die Burg. Da, die wir wollen, Hinterland. Ist da, glaube ich, auch Arati, ne? Tausbüttel, ja. Das Arati-Becken ist im Hinterland, meine ich. Wenn ich mich nicht irre. So. Na, wollen die Quest auch machen? Da laufen die nur so durch. Willkommen. So, weiter. Quest beenden. Der Angriff. Ich wünsche euch einen schönen Tag. So. Ich denke mal, der nimmt den jetzt auch an. Wartet ja nur drauf. Durch euren Befehl. Wartet hier, Fredo Plays. Der Spionagebot wird Leskova schnellstens herauslocken. Seid bereit. Greift erst an, wenn ihr das Gespräch mitgehört habt. Ja. Asmongold. Ja. Also, die haben so Verkaufscharaktere. Ne, Level 1. Damit sie mit ihrem Main nicht da irgendwie stehen. Also meiner Erfahrung nach waren das meistens Leute, die Ninja-Looter waren. Solche, die einfach dann irgendwas geniedet haben, was sie gar nicht brauchten. Und dann halt das mit einem Level 1er verkaufen, damit ihr Name nicht so schlecht dasteht. So war das zumindest damals bei uns immer. Hat man dann schon die Leute dann auch dadurch rausgefunden. So, mit dem Jäger hier sollte das ja klappen. Das Pet kann dann schön tanken. Wow, 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 wow. Oh, knack, knack. Verkaufe tödliche Donnerbüchse. Für 18 Silber. Also 7 Silber mehr, als wie es wert ist. Ja, okay. 6 Silber mehr, als es wert ist. Und dafür steht er hier rum und spammt das dann im Handelschat. Da kannst du lieber irgendwo weiter questen gehen oder einfach irgendwelche Mobs abfarmen, um dann halt dadurch schneller dein Gold zu bekommen. Oder eine Ini. Kriegst du dann noch irgendwelche grünen Items. Hauptfall, suche freiwillig deine Gildensatzung, unterschreibt, bleiben ist nicht Pflicht. Als wenn da jemanden zu verdonnern könnte, in seiner Gilde zu bleiben, ey. Gab's eigentlich schon zu Vanilla, also jetzt hier, zu diesem Stand von Classic auch die, die Gildenbank. Man hat sich halt auch gerne eine Bankschar erstellt mit einer eigenen Gilde
Um halt eine Gildenbank zu haben. Ich glaube, das kann man ja später, oder? Ich glaube, da habe ich schon WoW gespielt, als die Gildenbank erst rauskam. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine schon. Dann hatte man halt nur so einen Charakter mit seiner normalen Bank. Weil hinterher mit der Gildenbank hatte man halt nochmal mehr. Ich denke schon. So. Ja. Wäre cool, wenn dein Bär den anderen auch andenken könnte. Hunter, direkt totstellen hier. So. Aber so schaffen wir den. Super. Hätte ich alleine auf keinen Fall geschafft. Ach, wenn ihr doch nur ein Ast hättet, um ihn vor mir zu halten, dann würde die Wache mich nicht sehen. Ja. Man sieht sich. Muss ich die Quest hier gar nicht abgeben? Weil er da direkt wegläuft. Nachdem ihr die Verkleidung abgelegt, bla bla bla. Wenn er lediglich spricht mit Trias. Trias. Wo war jetzt nochmal der Trias? Ich glaube einfach dem hier hinterher, das scheint das zu wissen. Der war doch der im Handelsverein, ne? Ihr habt vergessen, sterbliche Wesen. Lebt wohl. Drachenabschaum. Ich glaube, das haben wir jetzt aber verpasst, den dicken Drachen zu sehen. Oder? Da sind noch die Elite-Wachen. Ja, das sind halt so ein paar Elite-Wachen. Kann man draufklappen? Zack. Zum Glück spawnen hier immer wieder neue Wachen. Damit auch vielleicht ein bisschen stark. Hauen wir mal hier mit drauf. Parieren, wählen. Uah. So, Damage habe ich gemacht. Wenn wir die Wachen, die jetzt noch down machen, kriege ich da EP für. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Einfach mal so ein bisschen mit drauf. Zumindest sind die alle noch nicht. Verdammt, das bin ich gut. Ah! Der war noch nicht getaggt. Zack, haben die mich umgenutzt, ey. Hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da irgendwie groß Damage bekomme. 900 Schaden macht der mir hier rein. Kampflog. Irgendwo bist du doch jetzt stehen. Was ist mit mir geschehen? Da. Schaden über Tod. 228 Schaden über Tod. Nein. Das ist natürlich blöd. Darf ich ja völlig umsonst da wieder hinlaufen. Egal. So ist das in Classic. Da kriegt man einfach mal auf dem Fressbrett. Sagen wir mal so, fress einfach so. Und fällt dann einfach mal tot um. Tolben. Kurdan Wildhammer. Erzmagier Katga. Und Aleria. Ja, ich würde eigentlich immer gerne mal das allererste Warcraft spielen. Warcraft 2, Warcraft 3 und so vor und so habe ich gespielt, aber das allererste nicht. Das gibt es auch irgendwie nicht im Blizzard eShop oder so. Was jetzt sehr schade ist. Ich hoffe mal, dass sie das auch mal irgendwann nochmal irgendwie auch vielleicht remastern wie Warcraft 3 und so. Wenn man einfach das überhaupt gar nicht spielen kann. Finde ich das echt mal cool. Ich würde auch halt die alte Version Let's Playen. Aber ich habe keine Möglichkeit. Ich habe weder das Spiel und noch gibt es wahrscheinlich gar keinen Rechner, wenn ich das Spiel jetzt irgendwo noch finden würde, auf dem Flohmarkt oder so, dass ich das spielen könnte. Lost Vikings will ich auch immer noch gerne mal spielen, aber das habe ich halt einfach nicht. Ich weiß gar nicht, gab es das nur für den SNES oder auch für den Sega Mega Drive. Ich glaube, es gab auch für den Sega Mega Drive, da ich ja eher ein Sega Mega Drive
Fan bin, hätte ich es gerne dafür, weil es auch Sega Mega Drive einfach die cooleren Verpackungen hat. Also so die Pappdinger. Deswegen fand ich Sega Mega Drive auch schon deswegen eigentlich immer cooler. Zep, hep, hep. Das Licht sei mit euch. Seid gegrüßt. So, schade, kein Loot für mich. So, verkaufe Blutklinge. Sieht ja auch geil aus, ne? Das ist doch eine Einhandwaffe anscheinend. Aber die sagt mir so gar nichts. Weil ich jetzt vorne so kriege, schon irgendwie blöd. Tja, gibt eine Menge cooles Zeug. Wir haben Tank für Verlies gesucht. Wir sind ready und portbereit. Naja. Ich glaube, da bin ich dann doch noch echt ein bisschen Flammenauge. Das war ja Kopfrüstung. Habe ich mit meinem Match auf jeden Fall sogar gehabt. Da erinnere ich mich dran. Ich weiß gar nicht mehr, wo das gedroppt ist. Aber das habe ich gehabt, das Monokel. Erhöht durch Feuerzauber, ne? Feuereffekt zugefügten Schaden. Ist halt für Magier auch ziemlich geil. Wenn man Feuermage spielt. So, so. Da, meine Büchse. Müssen wir Munition kaufen, aber irgendwie keine Lust. So, jetzt bist du gestanden. Es ist vollbracht. Gut, ich danke euch vielmals für die Diskretion, Philippus. Ihr habt euch in mehr als einer Hinsicht als würdig erwiesen. Ich werde euch und euren Aufstieg innerhalb der Allianz ganz bestimmt im Auge behalten. Achtet darauf, dass ihr eure Finger nicht schmutzig macht. Okay, geht doch noch weiter. Sucht schon in der Altstadt, teilt ihm mit, dass ihr euch um die Bedrohung durch Leskova gekümmert habt und berichtet ihm von eurer Begleitung. Beteiligung an den Plänen des Lords gegen die Stadt. Ich bin sicher, ihr wird stolz sein, einen weiteren Helden unter der Buchsäumen zu haben. Ihr wird euch ganz bestimmt in eurem Treffen mit dem Prinzen oder eine andere Art Dinge schicken. Lasst euch das nicht zu Kopf steigen, Fredobis. Die Adligen können noch so sehr glauben, dass sie die Stadt beherrschen, aber einige Dinge bleiben für die im Dunkeln. Auf dann. Okay, dann laufen wir wieder zurück. Haben ja noch nichts anderes gemacht heute. Kommen wir auch irgendwann ins Rotkammgebirge. Aber zumindest gibt es jetzt ein paar IP. Da hat einer Mount. Will auch. Ich will auch. Schön ist halt, dass die Quest auch noch rot ist. Also entsprechend viel IP für mich. Bam, 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 bam. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es läuft. Ne, es läuft so richtig hier. Von A nach B über C. Zack, zack, zack. Schneller, schneller. So ein Tempotrank oder sowas haben wir nicht, ne? Nur Schwimmtempo. Wenn man auch schneller laufen könnte. Wäre ja eigentlich auch mal cool. Bei den ganzen Botengängen, die wir hier machen. Ehre dem König, Freund. So. Er ist also tot. Ihr wart schnell mit der Vollstreckung des Urteils, Replays. Ich bete zum Licht, dass ich niemals euer Ziel sein möge. Er lacht und klopft euch auf den Rücken. Das war nicht als Kritik zu verstehen, Replays. Ihr könntet es auch, wo ich doch der meiste Auftragsmörder bin. In Wahrheit habt ihr den Einwohnern von Stormwind einen großen Dienst erwiesen. Ich danke euch dafür. Danke für euch dafür. Ach, das hätte ich fast vergessen. Alex Stone kam vorbei, als ihr unterwegs wart und wünscht, mit euch zu sprechen. Zweifellos möchte er den Adligen über die
Ränkespiele der Defias-Bruderschaft berichten. Ein kleiner Rat für euch: Solltet euch jemand fragen, würde ich zwar als Details alle Details offenlegen, aber dabei nicht erwähne, dass es eure Hand war, die Leskova schlug. Vertraut mir, ich kenne mich aus mit solchen Dingen. Was Trias angeht, nun sprecht mit jemandem über ihn niemals, wenn ihr es vermeiden könnt. Oh, habe ich euch jetzt natürlich nicht erzählt, ne? Haben wir nicht drüber gesprochen, wisst ihr Bescheid.